Das ist Tim. Er sucht ein Mädchen, das Charme hat und lieb ist. Das ist Nancy. Sie sucht einen Mann, der Stil hat. Liebesleben der Schnecken, ein Gartenschlauch erzählt, Abenteuer im Brombeerstrauch, der Gruselkäfer im Vampirreich, viel Vergnügen. Mein Kolkrabe hat eine Schwäche für gute Bücher. Tims Traumfrau muss schick sein. Schneckchen, du siehst darin aus wie ein Kartoffelsack, der heftig Urlaub macht. Nancys Traummann muss alles im Griff haben. Ich sehe zum Knutschen aus. Kann man wohl sagen. Stell dir vor, vorhin hat sogar mein Badezimmerspiegel versucht, mich zu küssen, aber ich habe mich energisch gewehrt. Er ist Bescheid. Kumpelchen, du musst tief durchatmen. Tim und Nancy suchen den Traumpartner. Für traumhafte Stunden. Für ihre Hobbys wie Schüler. Nancy, hier ist es ausgeschildert. Für den Tennisplatz. Fürs Camp. Mit einem Wort, beide sind wild entschlossen, den Funken endlich zünden zu lassen. Damit die Flamme der Leidenschaft hell lodernd ein perfektes Paar aus ihm macht. Ein Perfect Match. Ja, wie habe ich das gemacht? Mark McClure. Ja, gleich kommt das Flügelchen. Und Jennifer Edwards erleben die Liebe mit kleinen Hündchen. Perfect Match. Eine liebestolle Komödie. Perfect Match. Der spezielle Wochenendtrip für frisch Verliebte in die Einsamkeit der amerikanischen Bergwelt.